blocking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument. Ist schon klasse, wie unterschiedlich die FIFA-Spieler aus aller Welt den Teamaufbau angehen. Und genau das ist der große Reiz, Wolf, in diesem Squad-Battles-Modus. Es gibt immer wieder komplett neue Mannschaften, komplett neue Herausforderungen. Da ist kein Spiel wie das andere. Das ist ein toller Modus. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Auch auf der anderen Seite soll es heute über die Flügel gehen. Ja, sie treten auch mit drei Stürmern an. Zwei kommen, ja klar, über die Außen und mal sehen, welche Mannschaft das besser umsetzen kann. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Er passt ihn auf den Flügel. Da wäre Platz für den Konter. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Weiter geht es mit einem Einwurf. Süle. Tolisso. Kimmich. Witzel. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Axel Witzel jetzt. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Super gemacht, gute Verteidigung. Und er darf heute sein Debüt im neuen Team feiern. Er soll Druck über die Flügel machen. Ja, so haben sie offensiv weitere Möglichkeiten, sind dadurch schwerer auszurechnen. Jadon Sancho. Da ist der Ball weg. Ronaldinho. Mbappé. Und Hazard. Pass von Hazard kommt nicht an. Ronaldo. Hazard. Jetzt kann er die Flanke bringen. Und Marcelo. Modric. Schussversuch. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Kurz ausgeführt. Da ist die Hereingabe. Erstmal rausgefaustet.
Klasse Zuspiel. Gute Aktion. Auf außen ist jetzt Platz. Modric ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ronaldo. Luka Modric. Mbappé. Mbappé. Modric. Pogba. Souverän gemacht vom Torwart. Witzel. Werner. Das war faul, da muss er Freistoß geben. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Neuer. Ronaldo. Mbappé. Und damit sind sie am Ball. Jadon Sancho. Goretzka. Timo Werner. Gutes Tackling. Marcelo kann klären. Süle ist da. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Könnte die Führung werden. Da kommt die Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Goretzka. Witzel. Tolisso. Axel Witzel jetzt. Goretzka. Ball ist weg, aber geht da noch was? Hazard. Ja, da müssen Sie aufpassen. Eden Hazard jetzt. Ronaldinho. Ronaldo. Jetzt vielleicht. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Das ist Pech. Der Ball wird abgefällt. Hazard spielt ihn. Klasse Pass. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Klar, die Fans wissen, auf Dauer kann das hier nicht gut gehen. Das hätte der Rückstand sein können. Schöne Aktion. Da ist die Flanke. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Mbappé. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Tolisso. Sehr gute Aktion von Thiago Silva. Ronaldinho. Das Jahr 2002 war natürlich ein Highlight in der Karriere von Ronaldinho. Vor allem mit dem WM-Titel damals, diese bärenstarken Brasilianer, die der deutschen Elf im Finale keine Chance ließen. Ronaldinho, einer der Leistungsträger, einer der stärksten. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh ja, da wird es auf einmal ganz eng. Einwurf. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Tolisso. Jadon Sancho. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken.
Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Werner. Mbappé. Und nun Pogba. Tah. Nun Witzel. Jadon Sancho. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Timo Werner. Jetzt kann er flanken. Hereingabe. Wie macht er den denn rein? Und mit dem Treffer zeigt er hier sofort, warum sie ihn geholt haben. Das ist der perfekte Einstand.